Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AGS Imperium Galactic Survive mit Marc. Grüßt euch, da sind wir wieder. So, auf dem Weg, unser geliebtes Wrack zu bergen. Ja. Flying Carpet. Ja, der Flying Carpet. Mhm. Das soll man halt nicht vom Bazaar kaufen. Das ist. Wie heißt Sarg nochmal auf Englisch? Coffin. The Coffin, genau, genau. Fiel mir gerade nicht ein, das Wort. Yeah. Irgendwo da hinten ist es. Ja, es war Richtung, kurz vor der Drohnenbasis. Links, ich glaube, da sehe ich. Ah, da ist er schon. The Flying Carpet! Da ist er. Wenn man da nicht mehr allzu sehr flying, ist ja nichts mehr drin. Sitting Duck. Genau. Unsere Name Ente. Da sind wir. Gut. Okay, natürlich ist es dunkel. Das selbst. Machst du mal Licht, bitte? Ich mach grad mal. Lampen an. Okay. Ah, das ist perfekt. So, wow. Jetzt überlege ich. Erstmal. Oh Mann, haben wir reingehauen hier. Das ist. Ach, ich stelle auch mal den Timer. Hm? Ja, das war so berechtigt zeitnah vom Anfang her. Fast, ja. Ich glaube, der Kardinalsschaden ist durch die Explosion entstanden. Mhm. Ja, der hat erst den Treibstofftank erwischt und den Sauerstofftank. Und dann natürlich noch weiter drauf gehalten, bis auch der Reaktor explodiert ist. Mhm. Guck doch mal, ob du einen Chor setzen kannst oder ob der vielleicht sogar noch drin ist. Wo soll denn der Chor sein? Der hätte jetzt hier sein müssen, da oben oder so, ne? Nee, normal direkt unter Cockpit. Jawohl, da müsste man eigentlich sehen können. Ja, würde ich auch sagen. Du kannst ihn ins Cockpit reinsetzen und mir sagen, was er glaubt, was ihm fehlt. Gut, dann schaue ich mal. Also, wir haben Fuel Tank Missing, Generator mit. Ne, ein Chor ist drin, der wird angezeigt. Wo ist denn der Chor? Keine Ahnung, aber er wird angezeigt. Okay, ich setze mal den Generator. Mhm. Dann setze ich zweimal RCS. Du darfst mir wieder eine leuchten. Die leuchtet die schon, wenn wir das mal aussteigen. Der Mann mit der Lampe, da sind wir. So, dann setze ich unten erstmal wieder gepanzerten Boden ein. Mhm. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt schon nervig, ne? Setze ich erst den Thruster. Mhm. Den hinteren Thruster. Ne, wir wollen ja auch einen Thruster, der nach unten geht, ne? Was hast du jetzt da gerade gesetzt vorhin? Ich habe noch nichts gesetzt. Genau, wir brauchen also entweder einen normalen nach unten oder zwei Directionals. Einen normalen will ich nach unten setzen. Ja, dann würde ich den da vielleicht so, wo du jetzt wo bist, platzieren. Warte, lass mich drüber nachdenken. So. So. Ja. Das sieht gut aus. Und ist halt den Haupt. So. Gib nach hinten. Mhm. Genau, kannst du unten machen. Ja. Genau, dann kann unten noch so ein Panzerteil. Moment. So. Mhm. So, und jetzt habe ich schon keine Teile mehr. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt setzen wir erstmal oben drauf die Storage Box. Einmal, zweimal hatten wir. Mhm. Das da können wir noch reparieren. Oh, ich hänge gerade. So. Links und rechts ist nix. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein paar Gitterblöckchen.
Kannst du mal mir noch mal eine leuchten? Danke. Ja, ich versuche gerade einen richtigen Winkel zu finden. Dass man was ja, sieht. Winkel ist wichtig. Auf den Winkel kommt das an. Hier auf meiner Seite bitte. Yeah. So, wir haben nach unten, wir haben nach hinten und wir haben nach vorne. Das heißt, okay. Seite fehlt. Genau, sie brauchen seitlich jeweils einen und noch einen, der nach oben zeigt zum Abwärtsfliegen. Da ist eine Lücke. Die ist geschlossen. Einmal. Zweimal. Und andere Seite bitte. Ah, interessant. Hier sah es wohl anders aus. Da hängt der RCS, okay. Einmal. Zweimal. Ich glaube, das ist wunderschön asymmetrisch. Psst. So Borg-Design. Danke. Ja, gut. Oh, diese blöde Lampe. Kurze Distanz bringt dir gar nichts. So. So. Okay. Und jetzt ist die Überlegung. Wir haben halt nur nichts zum Abwärtsfliegen jetzt, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das kann man manuell machen. Okay. Und jetzt müssen wir noch einen Tank irgendwie draufpacken. Scheiße. Okay, warte. Dann sterbe ich. Ja. Ist halt das Problem bei so einem kompakten Design. So. Ja, das sieht gut aus. Frag nicht, wie es aussieht. Ah, Sauerstofftank haben wir vergessen. Ja. Ich habe auch nicht dran gedacht. Nee, ist egal. Okay, fliegen wir nach vorne mit beiden Schiffen. Ja. Du nimmst das... Das Kaputte? Nein, The Flying Carpet nimmst du. The Flying Dutchman. Okay, soweit so gut. Carpet. Links und rechts. Oh, okay. Es fehlt die Düse noch oben. Jetzt merke ich da, dass ich konstant abhebe. Ja, okay. Und ab in die Stratosphäre. Oh Gott. Also ich mach mal Panoramakino. Muss da halt durch an und aus. Wow. Landen damit wird jetzt geil, aber ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Perfekt. Meine Damen und Herren, muss ich dazu etwas sagen? Perfekt. Steig bitte aus dem Ding. Was soll das heißen? Oh. Wenn wir zu zweit Anlauf nehmen und dagegen rennen, meinst du, es kippt dann so, wie es sein soll? Ungefähr so. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Nee, okay. Nicht wirklich. Okay. ich bin ausgestiegen, das wollte ich gar nicht. Oh Mann. Ciao. Der hat aber auch einen Schub nach oben. Ach, elegant. Natürlich perfekt wie immer. Meine Landung ist schöner und unterhaltsamer. Die Füßchen stehen so eng beieinander. Ja, das ist wirklich sehr wackelig. Ja, so, hier rein. Aller Eingang. Ich habe ihn gefunden. Ah, sehr gut. Ach, war ja klar. Ah, das ist irgendwie so ein bisschen. Ich esse erstmal was. Ach, wissen Sie was? Oh, hier ist so dunkel wie ein Bärenarsch. Okay. Ah, kein Strom hier drin, ne? Die Dinger. Nein, nein, sind sie nicht! Au!
Wolltest du mitkämpfen, oder? Ich war, hab mich erschreckt, ich konnte. Hier ist Blut, bitte, Vorsicht, Vorsicht, die Tanks, die Tanks. Ah, die Tanks. Ist alles gut gegangen. Bevor was passiert! Bevor was passiert! Ja, ja, ja. Ich baue mal den Chor ab hier hinten. Okay. Fette Beute. Ich hole hier drüben leer auf. Fein. Zwei Pistolen, die haben wir uns immer schon gewünscht. Was denn? Pistolen. Pistolen sind cool. Ja. Oh, ich habe auch zwei Pistolen. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Freude. Dame. Trash. Und Trash. Und noch Pistolen. Super. Wahnsinn. Assault Rifle. Ist klasse, ne? Sehr cool. Ach, ich habe ja noch die Gun dabei. Die hätte ich vorne anbringen können. Ah. Du hast doch Scharfschützenmunition, oder? Ja. Mhm. Ist hier in der Kiste drin. Okay. Ah, super, danke. Ich bring den Loot mal zurück zum Schiff. Mhm. Und bau mal in den kleinen gerade die Gun ein. Mach das. So, ich sehe mich hier gerade mal um. Hier ist nichts mehr. Ich habe den Chor entdeckt. Yay! Wundert mich, dass sie den am Leben gelassen haben. Ja, es wundert mich auch. Aber der Turm war ja auch irgendwann abgeschossen. Ja, ich nehme an, haben wir vielleicht vorher. Der hat nicht hingelegt. Schnell genug sein Amt beenden können. So. Was denn? Hä? Ich hab was schreien hören. Nee, ich bin nur ein bisschen weit gesprungen. Bist gefallen. Ja. Na Quatsch. Ah, ist genauso winkelig aufgebaut. Wie die andere Basis da auf dem Eisplaneten. Oder in das Loch. Oh, ach, ich bin ins Loch gefallen. Okay. Hab den anderen Chor gefunden. Ah, okay. Okay. Hängst du auch im Loch? So, da bin ich durch. Wie war das bei unserer Base? Da war hier der Durchgang. Ah ja, aus dem Sarkophag hast du dich schon rausgebuddelt. Mhm, ich bin eben auch reingefallen. Mhm. Okay. Dann schauen wir mal nach.
Na, klappt doch. Ach, jedes Mal. Okay. Das ist das Ding von oben. Mhm. Kann man jetzt durch den Schacht treten. Okay, super. Hier oben ist weg. Ja. Okay, dann haben wir das hier sozusagen. Ja, ich glaube so viel. Geht durch. Hier ist noch ein Raum, soweit ich weiß. Ja, da war schon drin, da ist aber eigentlich nichts Interessantes gewesen. Okay. Das tut dann doch weh. Ach, es wird hell, guck an. Was habe ich denn jetzt an Loot gefunden? Also ich habe jede Menge. Eine schrottige Assault Rifle, die trash ich jetzt. Was ist das? Eine Shotgun, die kann ich auch trashen. Hier sind noch mehr Türme, ne? Hier hinten ist auch noch einer. Mhm. Alien Tower 2, den nehmen wir uns auch noch vor. Wollen wir die Kiste erst heimfliegen? Ja, würde ich sagen. Willst du sie fliegen oder soll ich? Ich bin sie auch heim, ich habe sie auch kaputt gemacht. Du, hast sie nicht kaputt gemacht, andere haben drauf geschossen. Stimmt. Alter, flieg du mal. Wenn du mal merkst, wie das Ding sich bewegt. Neben dem Sauerstofftank an dem Raumschiff habe ich in die Kiste den ganzen Loot reingetan. Alles klar. Boah, flott. Da ist er. Ich bin nicht langsamer als du. Nee, die Höchstgeschwindigkeit ist jeweils gleich, so bei 40 Meter die Sekunde. Ja. Ja, also, wenn die erreicht hast, bringen dann auch Antriebe nicht mehr. Da hinten ist auch noch ein Turm, sehe ich, oder haben wir den schon? Den da hinten hatten wir schon. Okay. Füßchen sind zu klein. Fast einen ganzen Tankfüllung. Echt? Das ist nur für einmal hin und her. Das ist schon enorm. Der braucht 4 neue Füße. Okay. Und zwar ein bisschen breitere Füße. Also ein Seitenklotz und dann Füßchen drauf. Ja, okay. Da ist wahrscheinlich schon viel geholfen, dann wird das Ding nicht so instabil beim Landen. Ja. Alter, was ist denn? Das war jetzt eine schwere Geburt. Ach Quatsch, brauche ich ja gar nicht. Okay. Mäßig hat sich ja doch
Was denn? Lootmäßig hat es gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, das kommt da. Den Chor tue ich wieder in die Kiste, die wir da gebaut haben, weil den brauchen wir ja, haben wir nicht gebraucht. Das ja. Kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt auch in den Kühlschrank. Dann brauche ich etwas Futter. Das ganze Ohr in den anderen Konstruktor. Ich habe einen zweiten Konstruktor hergestellt und lasse hier jetzt erstmal das ganze Ohr durchnudeln. Ah, das ist eine gute Idee. So, was hat man gesagt? Vier Füßchen. So. Vier Füßchen. Was hatten wir noch gesagt, was wir brauchen? Sauerstofftank. Und du hast noch gesagt, irgendein Thruster fehlt. Ja, wenigstens einen Directional nach oben. Ein Directional oder zwei? Einer langt. Der ist hier nur dafür da, dass man abbremsen kann. Also, dass man landen kann. Also, dass das Ding nicht ständig nach oben fliegt. So, das war hier. Das war hier. Das ist so klar. Okay. 20 Blöcke davon, 30 davon. So, ich gehe mal das Schiff wieder machen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Was denn? In den kleinen Eimer einsteigen. Wenn ich sage, starten und ein klein bisschen nach oben fliegen, ich weise dich dann ein. Alles klar, mach ich sofort. Okay. Ja, danke. Bam. So, ich komme mal runter. Darfst du leicht nach oben?
Nee, nee, nix 1000 Füße. Hä? Wie stehen die denn? Na, die anderen haben wir in die andere Richtung gedreht. Ist egal jetzt. Die haben wir vorgedreht. Das ist keine Rolle mehr, jetzt steht der eh breiter. Ja, das war die Idee, dass man jetzt einfach breiter hinstellt. Die breiten Schlappdruck. Ja, besser ist es mal. Ja. So, und jetzt kannst du ihn absetzen. Oh, sieht gut aus. Er ist schon mal viel besseren Stand, denke ich. Aussteigen will ich. Und. Wenig Gewürz eintüten. Um Midi-Packs zu machen. Ach so, hast du das gemacht. Schrägen. Gut, das kannst du noch nachbessern. Ja, so nur für die Optik. Oh. Na. Okay. Gib dir Bausteinchen. Einmal so. So. Von der anderen Seite noch und dann ist der Tank doch schon mal wieder wunderbar. Ein Stück weit geschützter, sage ich mal. Was zu essen dabei? Nee. So, jetzt fliegt die Kiste wenigstens wieder. Sehr schön. Und ob das schön ist. So. Du bist schon wieder am Essen. Ich höre das. Ich höre das ganz genau. So, Flieger wieder einsatzbereit. Den werden wir jetzt noch außen ein bisschen panzern und dann können wir wieder alles in Angriff nehmen. Ich habe auch mal ein paar Medipacks noch gemacht. Ja, sehr gut. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge. Dann nehmen wir uns die anderen Türme wieder zur Brust. Also ja, bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Ciao, bis zum nächsten Mal.